So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind zusammen mit Dirk Scherer. Hallo Dirk. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, erzähl mal, du bist Profimusiker? Genauso ist es. Wie wird man denn Profimusiker? Über ein Germanistikstudium. Immer? Eigentlich die allermeisten. Also ich bin ja nicht nur Musiker, ich bin ja auch Singer, Songwriter. Ich schreibe auch meine eigenen Songs, meine eigenen Texte. Und da hilft das natürlich schon, wenn man ein bisschen diese Ausbildung hat. Aber natürlich habe ich halt auch, ich habe Musik studiert und auch in L.A. ein kleines, so ein Intensivstudium gemacht. In Musicians. Wo? In L.A., Los Angeles. In Los Angeles? Genau, Los Angeles, genau. Ist das auch die Voraussetzung für Profimusiker, dass sie in L.A. waren? Oder? Nee, ich glaube nicht, aber ich erzähle es trotzdem jedem, der es hören will und nicht hören will. Sehr, sehr schön. Du spielst was? Gitarre. Angefangen habe ich eigentlich mit Schlagzeug, aber jetzt spiele ich Gitarre und singe. Okay. Ja. Singen gut? Singst du gut? Ich bilde es mir ein, ja. Was singst du? Deutsche Texte. Nee, Rock ist es, hast du noch? Es ist Blues raus. Ist Schauter. Nee, aus dem Alter bin ich raus. Geschrien habe ich früher mal. Nee, es ist so ein Bluesrock mit. Also die Texte, die wir machen oder die ich schreibe, sind halt mehr oder weniger so ein bisschen spirituelle Texte. Aber es soll eigentlich eine sehr erdige Musik. Wir haben eine Hammond-Orgel, ein Schlagzeug, Bass und Gitarre und Gesang eben. Und ein bisschen Background. Du kennst natürlich einige Musiker, auch amerikanische. Ja. Warum? Also die sind mir größtenteils so ein bisschen über den Weg gelaufen. Also ich habe, wie heißt der nochmal, der den Jason Bourne gespielt hat, der ist mir beim Joggen morgens auf dem Hollywood Boulevard über den Weg gelaufen. Ist kein Musiker, aber trotzdem lustig war es. Kennengelernt habe ich den Paul Gilbert, Daniel Gilbert, Joe Bonamassa, Jeffrey Marshall auf Tour kennengelernt. Mit dem Drummer von der Tina Turner habe ich zwei Konzerte gespielt. Wie ist denn die Vorbereitung? Du musst ja dann noch Noten spielen, oder? Ja, Sight-Reading nennt sich das. Und da war ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig toll. Also es reicht zum Überleben. Ich kann überleben. Okay. Ähnlich wie Jazz oder so. Es gab auch solche Single-String-Classes im Jazz-Bereich. Das reicht zum Überleben. Ich kann mich da durchfaken, so ein bisschen mogeln. Okay, ist das auch so eine... Bist du so ein wenig Lebenskünstler, kann man das sagen? Das musste, glaube ich, sein. Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, Germanistik-Studium und dann Musik. Also Profimusiker wirst du eigentlich im Grunde genommen, wenn du so... Ich habe es immer so empfunden, dass da halt eigentlich die Ausbildung ist so ein bisschen das, was da halt nachher ausstrahlt. Die Ausbildung ist das Leben selbst, wenn du so willst. Nochmal, die Ausbildung ist das Leben selbst. Das Leben selbst. Das ist ein bisschen esoterisch, so war es nicht gemeint, aber es ist tatsächlich so. Du musst schon ein bisschen Kunst wollen, um Kunst zu machen, glaube ich. Okay. Was war das schönste Erlebnis in deinem Leben? Das schönste war... Als Profimusiker. Als ich den Philipp Poisel getroffen habe im Backstage-Bereich und er mich angeguckt hat und gesagt hat, dich kenne ich aus dem Fernsehen. Ehrlich? Ja. War das gut? War sehr lustig. So, nicht unbedingt das Bedeutsamste, aber wir haben den ganzen Abend drüber gelacht, irgendwie, weil ich gesagt habe, das ist ganz lustig, das wollte ich über dich genau auch sagen gerade. Sag mal, die Profis, die so richtig Geld verdienen, die Superstars, ja? Was sind das für Menschen? Ganz normale? Die meisten sind eigentlich total stinknormal. Also ich habe auch ein Casting erlebt. Ich war später nochmal in L.A., habe ein paar Freunde besucht und da war gerade der Roadmanager von Rihanna war da und hat einen Schlagzeuger gesucht. Mhm. Und ging halt ein Casting, hat CDs verteilt und die Leute haben dann, wie das halt so ist, 24 Stunden Zeit, dann werden die gecheckt nach Look and Feel und halt vom Technischen gehen die halt einfach mal aus. Aber die kam dann auch tatsächlich angewackelt und hat sich die Leute angeguckt, hat dann einen rausgepickt. Aber die sind ganz stinknormal, ganz einfache, teilweise sehr abgeschottet natürlich. Das sind dann halt 27 Leute drumherum, Roadmanager und Tourmanager, Fotografen, was weiß ich was. Aber die ist ganz stinknormal. Ist es beziehungsfördernd, Profimusiker zu sein? Oder ist es schwierig, wenn man immer weg ist und auf Tour und... Mit Groupies, Girls, es ist eher die Trennungsphasen. Es ist weniger jetzt so, dass das ganz so glamourös, wie man sich das vorstellt, glaube ich, ist es ehrlich gesagt nicht. Ich kann ja mal ein paar Bilder hochladen, so von den schönsten Backstage-Räumen Deutschlands. kann ich gerne mal auf meine Webseite hochladen. Ich habe so eine kleine Collection gemacht. Aber es ist schon schwierig, gebe ich zu. Was war das schlimmste Catering, was du hattest? Gar nichts. Beste Kette, also gar nichts. Gar nichts. Hunger und dann war nichts da, oder wie? Genau, wir haben dann einen Pizzaservice gerufen, der hat sich kaputt gelacht. Der hat gesagt, den Veranstalter kenne ich, aber die nicht immer gut, wenn Fans hier spielen. Nicht ihre Pizza selber kaufen. Und das beste Catering?
Das Beste war, es war glaube ich auch bei Philipp Häusel, da sind wir abends oder besser gesagt nachts in Mainz war das, sind wir Steak essen gegangen. Um 2:30 Uhr morgens haben sie den Koch nochmal rausgebimmelt. Der hat dann irgendwie so argentinische Rindersteaks auf den Grill gehauen. War sehr, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Erstmal erste Einblicke und wir werden das weiterführen in einem kleinen Videotagebuch. Sehr schön. Und ich bedanke mich erstmal. Sehr gerne. Stell dich mal kurz vor. Dirk. Mein Name ist Dirk Scherer und ich spiele Gitarre und schreibe Songs und singe mit meiner eigenen Band. Demnächst auch auf Tour. Gerne. Wo auf Tour? Demnächst auf Tour. Also wir sind jetzt gerade dabei, die CD zu promoten oder vorzubereiten, machen jetzt Demos, projektieren das Ganze. Ich hoffe, dass er endlich im Sommer fertig ist, dass wir im Herbst auf Tour gehen können. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne schön. Dankeschön.